Herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde hier zurück bei zu in City Skylines nach einer, ich glaube, inzwischen 2 bis 3 monatigen Pause. Ich habe keine Ahnung. Also Aufnahmepause für mich, für euch war, glaube ich, tatsächlich eigentlich gar nicht so viel Pause. Ich habe zwar hin und wieder mal vergessen, muss ich ehrlich sagen, ich habe vergessen, eine Folge zu bringen, aber im Großen und Ganzen kam ja eigentlich recht immer Folgen. Für euch war es gar nicht so eine große Pause. Ich habe halt in der Zwischenzeit einigermaßen viel aufgenommen. Deswegen habe ich mich dann mal wieder um andere Sachen gekümmert und hatte dort Gott sei Dank so einen kleinen Puffer. Und ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, diese Haltestelle, gell? Und die ist ein bisschen voll, aber die am meisten. Sag mal, warum warten da? Kann man schauen, wie viel da warten? Und wie viel da mitfahren? Da fahren 321 Leute mit. Das ist, so wie ich das schon wieder sehe, eine Menge. Warte, ich gehe mal kurz auf den Preis. Wie viel nehmen wir ein oder geben wir aus dafür? Wir machen immer noch Minus. Wir machen tatsächlich immer noch Minus mit dem ganzen Zeug. Wir haben Busse. Ein Taxi haben wir gar nicht. Ausgaben, was ist denn das? Es wird nicht ange... Ich glaube Monorail, gell? Seilbahn, Busse. Wir machen mit allem Verlust. Obwohl hier so unfassbar viel los ist, machen wir mit allem Verlust. Vielleicht müsste ich tatsächlich, was ich jetzt aber ein bisschen blöd finde im Nachhinein, das ganze System von den öffentlichen Verkehrsmitteln eventuell neu aufbauen. Und zwar von Grund auf. Würde ich einfach mal so sagen, dass ich das so machen müsste. Was ich aber ganz gerne noch testweise machen würde, wäre... Wie sieht das hier mit dem Strom aus? Warum ist denn da eigentlich... Ach so, das habe ich hier mit verbunden. Hat er hier keine Verbindung, okay. Was ich noch ganz gerne probieren würde, wäre... Hier den Bahnhof verbinden mit der Monorail. Vielleicht schaffen wir es sogar... Ach, und ich war so schlau, habe hier keine Haltestelle gebaut. Ich bin die schlauste Person, die ihr kennt. Das kann ich schon mal soweit sagen. Okay. Vielleicht hilft das sogar, wenn wir hier einen Bahnhof hinbauen. Heißt, Monorail wäre verbunden. Die würden dann hier das Zeug hin transportieren. Dann könnten die hier umsteigen in die U-Bahn. Und könnten dann hier mit der Straßenbahn weiterfahren, gell? Aber ich glaube, selbst die U-Bahn macht Verlust. Das ist halt ein bisschen doof. Wir haben so viele öffentliche Verkehrsmittel, machen immer noch knapp 20.000 Gewinnen. Mit den ganzen Wohnvierteln, Gewerbezeug und Industrie und so weiter. Aber wir machen halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immens Verlust. Und das ist halt ein bisschen doof, wie ich finde. Das darf so nicht sein. Ja. Ausgaben, Einnahmen. Profit. das ist... Ja, oh mein Gott. Würde ich aber ganz gerne mal probieren. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Sache ist ja, gell, es gab ja anscheinend schon wieder neue DLCs von City Skylines irgendwie. Jetzt gibt es anscheinend, also es sind solche Baupacks, was ich gesehen habe. Heißt, man hat jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, mehr Bahnhöfe und nochmal andere Geschichten, die es jetzt so gibt. Ist auf jeden Fall interessant. Kann man sich vielleicht auch nochmal in der Zukunft irgendwann mal anschauen. Wo ist ein Zug? Nee, ich will ja keine öffentlichen Transport-Hubs. Oder? Doch. Doch, ich will einen. Doch. Ich will jetzt einen. Monorail-Busknoten. Was war... Internationaler Flughafen. Was haben wir denn hier? Fähr- und Busknoten wird ein bisschen schwierig. Hier haben wir keinen Fluss.
Algrosker Bahnhof und ein großer Endbahnhof. Ich würde ganz gerne den hier nehmen. U-Bahn, Monorail und Zugknoten. Das wäre doch eher mein Traumgeschäft, gell? Weil die U-Bahn können wir ja irgendwann mal... Aber warum macht die Verluste? Die ist doch hier so groß angebunden in der Stadt. Ah, ich wollte es ja noch hier mit hier drüben verbinden, gell? Man könnte es so machen, dass man vielleicht... Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwachsinnig. Aber man könnte es so machen, dass man hier ein U-Bahn-Netz so ein bisschen aufbaut. Das hiermit verbindet, mit der Monorail, heißt, da kommen sie raus, müssen umsteigen in die Monorail, müssen da umsteigen in die U-Bahn, können da umsteigen, können dann von dort aus mit der Straßenbahn ein bisschen rumfahren in der Stadt. Das Doofe ist halt, die Straßenbahn haben wir halt auch an den Hauptverkehrsdingern hingeschmissen, gell? Und ich glaube, wir haben jetzt auch nicht, dass das eine Linie ist, dass das eine Linie ist, dass das hier so eine Linie ist. Haben wir nicht gemacht. Ich glaube, das ist ja eine große, komplette, riesige, gigantische Straßenbahnlinie. Ich glaube, deswegen macht die auch teilweise so fetten Verlust. Oder? Nee, wir haben, glaube ich, schon kleinere. Hier haben wir eine im Kreis fahrend. Hier haben wir eine große. Ich glaube, deswegen macht es auch so viel Verlust. Da haben wir so viel, ja, nicht so schlaue Sachen gebaut. Wie kann man das nochmal drehen? Eigentlich doch Rechtsklick und dann... Dann, hallo? Jetzt mach mich nicht schwach, Spiel, wirklich. Es war doch so. Bitte. Mach mich nicht schwach. Es war so. Rechtsklick, gedrückt halten und dann drehen. Ja, ich weiß, dass in der Nähe einer... Und, wie geht's euch so? Ja, sprechen wir am besten nicht mehr über dieses Thema. Ja. Es ist die Frage, wo wir es anschließen. Ich würde es ja ganz gerne hier anschließen. An der Straße. Da ist aber... Warte, wir wechseln mal kurz den Sender. Das ist alles nicht gut. Straßen. Ne, Monorail haben wir hier, genau. Weißt du was? Ich packe gleich meine Playlist aus. Ich gehe gleich mal auf meine Musikdatenbank zurück und dann packe ich hier gleich meine Rock'n'Roll-Musik aus. Ich habe ja noch genug. Oh cool, dann können wir das hier hinten so ein bisschen durchführen und können dann hier weiterfahren. Und könnten das ja dann theoretisch... Nee, das machen wir definitiv nicht. Wir machen das anders. Moment. So. So. Wenn ich hier einmal so hoch... Können wir das jetzt bauen? Geht das jetzt? Ja, es geht. Das ist ja herzallerliebst. Ist natürlich nur die Frage. Wir müssen halt jetzt schauen, dass wir hier keinen eventuellen Stau mit den Zügen verursachen, da... zickt er oder hat das Spiel in der Vergangenheit immer so ein bisschen rumgezickt. Da gab es ja immer sehr viel Stau auf den Straßen, auf den Schienen. Wo ist denn eigentlich Zug? Ach, da ist Zug. Bahngleise. Was ist das? Ach, habe ich die runtergeladen? Das sind andere Schienen, gell? Sieht aus wie so Hochgeschwindigkeitsschienen. Ah ja, steht das sogar. Was ist das da hier? Okay. Sieht ein bisschen von der Grafik moderner aus, oder? Anders, sage ich mal. Als das Hauptspiel. Ja, ja, ja. Wir haben hier zwei... Anschlüsse. Wie soll ich das denn jetzt machen?
Soll ich das einmal hier anschließen? Und hier gehen wir dann einfach in den... in die Underground. Und verbinden es einfach hier drüben. So wie hier vorne. Vielleicht bringen da zwei Anschlüsse was. Ich hab davon jetzt nicht unbedingt so eine große Ahnung. Aber ich bin ja gerne experimentierfreudig, wie ihr ja bei den Straßenbauarbeiten kennt. Vielleicht bringt das irgendwas und keine Ahnung. So, dann verknüpfen wir das hier mal so ein bisschen. Dann hätten wir das jetzt verbunden. Wir hätten auch zweimal Monorail. Also zweimal Monorail brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da würde mir auch ganz gerne eine reichen. Kann man eigentlich... Okay, geht sogar. Das würde tatsächlich funktionieren. Ich baue das aber vielleicht mal für die Zukunft ein bisschen hier entlang. Falls das geht. Spiel. Ja, es funktioniert. Dann verbinden wir das hiermit. Und verbinden das hier nochmal. So. Und dann hiermit nochmal. So. Dann haben wir dann. Dann hätten wir für die Zukunft noch ein bisschen Puffer. Würde ich mal meinen. Ist natürlich die Frage. Kann man, das frage ich jedes Mal, Haltestellen eventuell erweitern? Bevor ich das aber mache, würde ich ganz gerne hier noch eine Haltestelle reinbauen. Wenn mich das... Ach, ihr müsst erstmal ausgehen. Genau, Rechtsklick und... Ja, da war ich vorhin ganz kurz verwirrt. Aber nur ganz kurz, weil eigentlich kann man das ja machen, aber... Keine Ahnung. So. Das Ding, den Pinsel hier, wieder schön alles anmalen. Ja, hier kommt aber höheres Gebiet rein. Da kommt schwaches und da kommt höheres. Okay, jetzt hat man das so gebaut. Okay. Jetzt hat sich die Frage, kann man das von der Verbindung her anbinden irgendwie? Das weiß ich halt jetzt gar nicht. Oder wir löschen das. Oder kann man das? Und ist da noch? Ich glaube, das würde so gehen, gell? Jetzt wäre er verbunden. Schätze ich. Und wenn wir das jetzt hier reinbauen... Und dann hier und da drauf drücken. Ist der dann verbunden? Das sieht man halt so schlecht. Ich wünschte wirklich, es wäre anders. Oh, Moment. Da fällt es drum. Ja, nein. Warum kommt der Fehler wieder? Da hat man schon mal. Kann man den nicht irgendwie deaktivieren? Warte. Ich speichere. So, erstmal speichern, play. Warum kommt eigentlich dieser dumme Fehler? Weshalb? Warum kommt er? Ich hab tatsächlich gar keine Ahnung, warum dieser bescheuerte Fehler jetzt schon wieder auftritt. Entschuldigung für die Wortwahl. Oh Mann, Spiel. Den hat man ja eigentlich beseitigt. Ich hab keine Ahnung. Da muss ich kurz mal die Folge wieder unterbrechen. Dann sehen wir uns ganz kurz nach einer kleinen Störung wieder. Ich hoffe, ich bekomme es irgendwie hin. Bis gleich. Okay, wir starten jetzt mal ganz kurz im Ladescreen. Ich habe mal die ganzen Mods, die ich jetzt installiert hatte, runtergeschmissen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe
Keine Ahnung, warum diese Fehlermeldung kommt oder ob man die irgendwie anders beheben kann, aber es sieht, glaube ich, tatsächlich ganz gut aus, dass es an der Mod lag, weil die Fehlermeldung kommt jetzt gerade tatsächlich nicht mehr. Aber dafür regnet es. Was nicht so toll ist. Wie viel fahren da jetzt mit? Die Linie ist ja fast voll. Oder sie ist voll. Ach nee, sie ist leer. Zurückgelegte Strecke 100%, okay. Nee, die ist leer, okay. Aber es wird tatsächlich Tag. Was mir fehlt, dass man direkt in den Zug reinspringen kann. Das fehlt mir so ein bisschen. Da fährt auch keiner mit. Ich glaube, deswegen machen die so viel Verlust, weil dann niemand mitfährt. Okay, jetzt fährt jemand mit. Steigt jemand aus? Da steigen tatsächlich welche aus. Es fährt bisher noch keiner zum Bahnhof. Okay, Züge sind ja wahrscheinlich bisher auch noch nicht angekommen. Wir machen 32.000 Gewinn, trotz dessen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel so schlecht laufen. Wie Occhio und die Kakerlaken immer. Wow. Wow. Wie sieht es mit dem Müll aus? Ich sehe gerade. Wo war nochmal Müll? Ich bitte nichts mehr. Müll. Verbrennungsstatus sieht nicht ganz so gut aus. Dann müssen wir nochmal ein paar Mülldeponien hinbauen. Oder einfach aktivieren. Vielleicht geht es dann besser. So, können die wieder losfahren. Düset los. Jetzt ist natürlich die ganz große goldene Frage. Fahren das überhaupt Züge in den Bahnhof rein? Die Intercity-Züge erlauben. Linienübersicht. Monorail ist derzeit angeschlossen, okay. Okay. Also theoretisch müsste das ja funktionieren, dass dort die Züge reinfahren, gell? Straßenbahn, U-Bahn, Zug. Hier, das ist der normale Bahnhof. Das ist der normale Bahnhof. Und das hier sind die öffentlichen Transporthubs. Da fährt einer mit. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Der eine einzige. Läuft der jetzt da runter? Wenn man das überhaupt irgendwie sehen kann. Und wartet er dann auch da unten? Das finde ich halt tatsächlich ein bisschen schade, dass man nicht so nah rangehen kann. Das ist ein bisschen blöd. Da drüben, kleine Straßenbahn. Das ist tatsächlich bediente Passagiere letzte Woche 0, aber der ist ausgestiegen. Der ist auf jeden Fall definitiv ausgestiegen, aber ich weiß halt nicht, ob da generell Züge einfahren. Da steht zwar Intercity-Züge erlauben. Müsste ja dann eigentlich funktionieren und passen. Dass da irgendwann mal Züge ankommen. Aber bisher sieht es noch ein bisschen mau aus. Ich sehe noch keinen. Und ich weiß tatsächlich jetzt auch nicht mehr oder nicht ganz genau, wo ich jetzt mit der ganzen Stadt hin möchte, weil es ist schon viel Platz. Und die wird halt immer größer und so weiter. Die nimmt halt schon viel Platz inzwischen ein. Und möchte halt dann auch dementsprechend mehr Aufmerksamkeit, würde ich mal sagen. Okay, hier warten die auch schon. Und das ist eine große Kreuzung.
macht ja erstmal nichts. Vielleicht muss ich auch mal wieder ein bisschen mehr mit Ampeln einfach arbeiten, dass ich die anlasse und nicht einfach alle Ampeln durchgehend hirnlos deaktiviere. Möchte ich mal so sagen. Okay, die Monorail fährt jetzt dahin. Da fahren zwei mit. Das interessiert mich halt wirklich. Ob die jetzt da aussteigen, ob die mit dem Zug dann fahren oder was mit denen passiert. Sind ausgestiegen.